Moin, moin. Während ich euch hier noch nie gezeigtes Archivmaterial mitgebracht habe, bevor wir gleich zum neuen Teil kommen, so sah nämlich unser Grundstück vorher aus, wollte ich euch einmal berichten, wie so eine Endabnahme bei Fibrock funktioniert. Den Schlüssel gibt's vorweg erstmal nur, wenn man bis dahin alle Raten bezahlt hat. Natürlich noch nicht die Endabnahmerate, ist ja klar, weil gewisse Dinge noch offen sind. Und dann geht man wie bei der Vorabnahme auch Stück für Stück jeden Raum durch und sollte sich alles nochmal ganz genau angucken. Denn auch bei uns gibt es diverse Dinge, die noch offen sind, die aber dann in einem Nachholtermin alle korrigiert werden. Das betrifft Fenster, das betrifft teilweise die Elektrik, das betrifft die Lampen, die Treppe ist noch eingepackt und da haben wir einfach jede Menge Kleinigkeiten, was uns nicht daran hindert einzuziehen, aber was wir natürlich auch noch behoben haben wollen, bevor wir den Rest der Schlussrate zahlen wollen und können, weil ja noch nicht alles final fertig ist. Deswegen haben wir uns darauf geeinigt, die Hälfte der Schlussrate zu zahlen, was wir aus unserer Sicht sehr fair finden und was genug Ansporn sein sollte, für Fibrock auch jetzt schnell zu liefern. Wenn euch der ausführliche Bericht der Endabnahme interessiert, kann ich euch ans Herz legen, in die Verlinkung unter dem Video zu schauen. Da habe ich auf meinen Blog verlinkt, wo ich alles nochmal aufgeschrieben habe. Jetzt aber zu den Sachen, die wir in Eigenleistung nach der Endabnahme endlich anfangen konnten. Denn so wie es jetzt ist, können wir leider noch nicht einziehen und da muss noch dringend was getan werden. Und wir fangen an mit dem Parkettboden. Dieses wunderbare Loch im Estrich ist dafür da gewesen, dass wir die Restfeuchte ermitteln konnten. Da musste ein Spezialunternehmen kommen, weil es schnell trocknender Estrich ist und das anscheinend mit normalen Messgeräten falsche Messwerte ergeben hätte. Wie man sieht, ist der Estrich trocken genug gewesen, sodass unser Fußbodenleger anfangen konnte, Parkett zu verlegen. Und ihr seht, wir haben uns für Eichenparkett entschieden, sind lange Planken, die sind handgehobelt. Das heißt, man spürt so ein bisschen die Unebenheiten, wenn man barfuß drüber geht. Wir finden das ganz schön. Und hier kann man das noch ein bisschen besser erkennen. Wir haben das Glück gehabt, dass wir seit 2021 diesen Fußboden haben, denn mittlerweile sind die Dinger ungefähr 50% teurer. Wir haben das im ganzen Haus verlegen lassen, also überall dort, wo keine Fliesen sind. Hier seht ihr ein Kinderzimmer. Ursprünglich sollte es dazu relativ minimalistische Fußleisten geben. Das ließ sich nicht umsetzen, weil wie ihr seht, sind die Wände nicht bis nach unten gestrichen und der Parkettboden braucht einfach eine zu große Fuge. Das Endergebnis folgt. Auch selbst beauftragt haben wir den Waschtisch im Hauptbad. Da hatten wir keine Lust auf den Villeroy & Boch-Katalog, sondern wollten ein bisschen was Individuelleres. Einzige Ausnahme sind hierbei die Waschbecken. Die sind aus der Colaro-Serie, passen also zur restlichen Badkeramik. Bei der Duschtour musste es natürlich auch irgendwas Schwarzes sein. Und das sieht jetzt im Endergebnis richtig schick aus, wie wir finden. Nächstes Thema Streichen. Habe ich selber gemacht, da haben wir gut Geld gespart. Es sind auch nur einzelne Wände, keine kompletten Räume. Ich wollte oben gerne so einen Fries haben, sprich einen kleinen weißen Streifen, bevor es in die Decke übergeht. Und dann habe ich die Ränder erst mit einer kleinen Rolle gemacht. Natürlich um die Steckdosen drumherum, die vorher abgeschraubt. Und dann ging es los mit Schicht 1 und mit Schicht 2, die musste drauf folgen. Das ist Farbe von Alpina im Vergleich zu der Farbe, die ich für die restlichen Räume genommen habe. Das ist eine Brillux-Farbe. Konnte man hier schon deutlich Qualitätsunterschiede sehen. Ich würde auch jederzeit wieder Brillux-Farbe nehmen, weil ihr seht, das ist noch echt checkig im nassen Zustand und ich habe mich gefragt, ob ich nicht noch einen Eimer Farbe kaufen muss. Das Equipment war von Fries, das ging super gut. Und hier seht ihr einmal die restlichen Räume mit der Brillux-Farbe. Das ist auch noch im nassen Zustand, da ist nichts checkig. Gestrichen habe ich natürlich, bevor der Fußboden reinkam, sonst hätte ich das alles auch noch abkleben müssen. In einem der Kinderzimmer haben wir selbstklebende Tapete angebracht. Das war das günstigste, was ich finden konnte. Und wir haben am Anfang die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil das Zeug so dünn ist, dass wir ein bisschen daran gezweifelt haben, ob wir das richtig gut anbringen können, ohne große Blasen und ob das Motiv sich gut kleben lässt. Man musste die ganzen Bahnen natürlich selber schneiden. Sowas kommt auf einer ganz langen Rolle. Das ist zwar alles durchnummeriert, aber Präzision beim Schneiden muss man schon haben und am besten bringt man das zu zweit an. Es lässt sich aber super gut ablösen und auch wenn die Tapete mal zusammenklebt, haben wir bei dem Motiv echt Glück gehabt, dass sich das wieder ohne Probleme auseinander hat ziehen lassen. So sieht das fertige Ergebnis aus, mit einer dunkelblau gestrichenen Wand. Und es wirkt schon ganz anders.
Was nochmal anders wirkt, ist, wenn die Fußleisten dran sind. Wir wollten bewusst was anderes, wir wollten ein bisschen edgy und wir haben uns für schwarze Fußleisten entschieden. Ich hatte euch ja gerade schon gesagt, das Endergebnis folgt und das ist die Wand, die ich gerade im Zeitraffer gestrichen habe, inklusive fertig verlegtem Boden. Jetzt geht es weiter mit der Elektroinstallation. Das haben der Bauherr und ein befreundeter Elektriker selber gemacht, denn wir haben noch nirgends Schalter. Die müssen alle noch angebaut werden. Und bevor das funktioniert, und es sind auch keine Schalter, es sind Taster, muss hier erstmal kein X verdrahtet werden. Und nicht nur an jedem Taster, sondern auch in unserer Schaltzentrale im Keller neben dem Sicherungskasten. Alles, was aus dem Sicherungskasten kommt, muss hier auf die Reihenklemmen gelegt werden und dann natürlich noch programmiert werden. Programmierung, Anbringen der Aufputzstrahler, Anbringen der Taster ist alles Eigenleistung. Und auch wenn wir nicht mal ansatzweise fertig sind, so sieht das Ganze mittlerweile aus. Zum Beispiel im Bad mit Tastern von MDT. Bei denen haben wir zwei Seiten A6 Tasten und diese Tasten können alle einzeln belegt sein oder wie ihr es hier seht als Schalterpaar mit Plus und Minus oder was auch immer man da gerade drauf legt. Die haben einen Temperaturfühler, das muss sich alles noch ein bisschen kalibrieren und es muss noch ein bisschen feinjustiert werden bei den heißen Temperaturen, die gerade draußen sind. Wir können dimmen mit natürlich dimmbaren LEDs, sonst funktioniert es nicht. Aber wir brauchen eben keine smarten Leuchtmittel mehr. Ihr seht, es muss noch ein bisschen feinjustiert werden. So ganz sauber läuft das alles noch nicht, aber wir arbeiten dran. Deckenspots sehen bei uns so aus. Da haben wir uns für schwarze Aufbaustrahler entschieden. Die sind im Badezimmer drehbar, in übrigen Räumen nicht schwenkbar, aber im Badezimmer ist es ganz praktisch, weil wenn man in der Dusche zum Beispiel auch Licht haben möchte und in der Dusche lässt sich schwer so einen Spot anbringen, wie ihr seht, liegt das Ganze im schrägen Bereich, dann kommt auf jeden Fall genug Licht da rein. Die Deckenspots außen zeige ich euch im Vorher-Nachher, hier noch beim Verputzen der Wand ohne. So sieht das Ganze mit Beleuchtung nachher aus im fertigen Zustand. Da haben wir uns auch für schwarze Aufbaustrahler entschieden, was nicht im Dachüberstand ohnehin schon war. Die wurden ja durch Fibrok angebracht, die ihr hier seht. Das Einzige, wo wir noch hätten darauf achten können, ist, dass die Strahler, die wir selber angebracht haben, nicht höher sind als die Backsteine selber, weil so haben wir nochmal wieder etwas rausschlagen müssen von einer Reihe Mauerwerk, um die Dinger richtig an die Wand zu bringen. Der letzte Blick geht wieder nach innen zur Küche. Das ist sie während des Aufbaus von oben. Hat 2 Tage gedauert, bis das Ding stand. 2 Tage, in denen wir noch nicht unsere ganzen ungefähr 30 Kisten da reinräumen konnten. Und am Ende fehlte immer noch was. Aber da fehlt doch was. Kennen wir ja schon. Von daher Schublade nicht ganz so schlimm. Spüle war schon ein bisschen nervig. Wie das Ganze zum Schluss aussieht, zeige ich euch im nächsten Video. Apropos Schluss und Schlussstein. Hinter den allerletzten Stein, den mit den Koordinaten, gibt es bei Fibrok ja immer noch die Möglichkeit, eine Zeitkapsel einzusetzen. Und die haben wir hier schon mal angebracht. Und während wir noch üben, diesen provisorischen Schlussstein einzusetzen, stellt uns Fragen, liked ganz fleißig, abonniert unseren Kanal und bleibt für weitere Updates auf jeden Fall dran. Bis zum nächsten Mal.